Und damit herzlich willkommen zu Let's Play DayZ Standalone. Wir sind auf dem Weg zum Schiffswrack, wo bis jetzt noch keiner von uns eigentlich war. Heute dabei sind der Banana Joe, der hinter mir läuft. Ist er noch? Der André, der einfach mal wieder nicht auf mich hören will. Der jetzt extra nichts sagt. Und der Jungle ist auch am Start. Moin. Und der T-Man ist auch dabei. Ja, aber nicht sprechen können. Also, genau. Und die zwei treffen wir jetzt am Schiffswrack und André irrt da irgendwo in der Walachei rum. Na, da sind Irren. Ja, ich muss mal gucken, wie ich jetzt hier vorankomme. Geh noch mehr Airfield looten. Genau, wollte ich gerade sagen, geh doch Airfield looten, gerade wenn du schon da bist. Was soll ich denn da looten? Ich hab doch alles, was ich brauche. Doch, genau. Ja, du hast keinen Kompass und du hast keine Map. Ja, und die finde ich auch im Airfield, oder? Und Orientierung hast du auch keine. Nur wie ich. Ja, weil ich auf dich gehört habe. Ja, jetzt war ich wieder. Immer bin ich jetzt. So ist das, Leute, so ist das. Hubi Maps brauchen Patch. Nee, Hubi Maps aktualisiert und zwar richtig krass. Ja, am Arsch. Aktualisiert 10 Minuten lang alle 5 Minuten, ne? Hä? Genau das, ne? What the fuck? Ja, wir haben uns ein bisschen equipped hier. Irgendwie letztes Jahr im Airfield. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft ich auf dem Nordwest Airfield war. Bestimmt 8-9 Mal oder so. 12 Mal. 12 Mal, genau. Genau, 12 Mal. Mittlerweile habe ich eigentlich alles wieder. Das heißt, ich werde jetzt direkt wieder sterben. So sieht aus. Das ist immer so. Sobald ich voll equipped bin, kommt irgendeine Missgeburt und kneipt mich aus dem Busch ab. Direkt aus einem Busch. Irgendwie traue ich der Sache hier nicht. Ich auch nicht. Ziemlich... Das ist viel zu ruhig. Ich habe die ganze Zeit, die Dreiviertelstunde oder so, die wir jetzt da gehockt haben, habe ich weder einen gehört, noch gesehen, noch gerochen, außer Andi. Ja, und ich rieche stark männlich, also wie ein Yeti. Nach Moschus. Oh, keinen schlimmeren Duft als Moschus, finde ich mega pervers, ey. Mein Papa hat früher das von Axt gehabt. Da gerade ein Zombie am... Okay. Genau. Bienenstein. Ja, das ist neu gepatcht worden, fällt mir gerade so ein. Ja. Die Zombies sind mega krass mittlerweile. Ja, das ist ganz schön heavy. Die muss man jetzt mit der Axt schon den Kopf schlagen, weil sonst bist du da Ewigkeiten am draufhauen. Und wir haben beide Feuerwehräxte und ich habe gerade eben auch mal gegen einen Zombie gefightet und ganz ehrlich, Alter, ich habe bestimmt 12 Schläge gebraucht, bis er down war und dann habe ich ihn noch in den Kopf getroffen zum Schluss. War ja klar. Ja. Das hat mich gestern ein bisschen verwirrt, als ich neu gespawnt bin, beziehungsweise der erste Zombie auf mich zukam und der mit einem Schlag tot war. Ja. Aber. So strange. Finde ich eigentlich ganz gut, weil jetzt hat man ein bisschen mehr. Ja, gut, jetzt überleg mal, wir sind jetzt voll equipped, ne? Was machst du denn als Newbie, wenn du auf einmal 4 Zombies hinter dir hast oder so und willst looten gehen? Ja, weglaufen. Boxen. Ja. Da kommt schon der erste. Wer nachgefeilt. Na, Kumpel. Aber klapp. Oh, der ist aber ganz schnell unterwegs hier. Die lassen so nach 10 Sekunden oder so, lassen die von einem ab. Das ist das Gute. Die werden dann ultra langsam und verfolgen einen normalerweise nicht mehr. Weil die ist mir zu ruhig über den Zähne, weißt du das? Ja, mir auch. Weil ich guck schon die ganze Zeit oben auf das Dach. Ja, ich auch. Auf Factory und auf Schulgebäude und so ein Scheiße. Ansonsten kletter ich wieder die hohen Achse alle um. Das war so geil. Das war so geil. Guck, der chillt hier, der Zombie. Hallo. Ja? Oh, wieder chillt. Alter. So, pass auf, jetzt fängt er an, richtig zu laufen. Mensch, gucke. Wetten? Nö. Pass auf, hat uns noch nicht gesehen. Einste. Übelst an dir vorbeigelaufen. Nö, da ist alkoholisiert. Er hätte mich schon aus 2 Kilometer Entfernung gegen Wind riechen müssen. Ist egal. Ich traue der Sache hier einfach nicht gerade. Ich auch nicht. Das ist auch schon wieder alles auf. Ah, da hinten ist schon das Schiffswrack. Siehst du schon am Horizont? Mal zoomen. Ist nur gar nichts. Ah, doch, da hinten. Tatsache. Ich wollte gerade sagen, wo wir sind dort. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht von der Polizeiwache abgewutzt werden. Ah, meinst du? Dann laufe ich jetzt hier ein bisschen an der Mauer entlang. Ja, ich auch. Ich traue dem Schiff, sagt er nicht. Wenn das das erste Mal, dass wir von der Polizeiwache weggesnackt werden, weil da irgendwelche Pisser oben gekämmt haben. Ja, oder oben auf den Dächern. Das stimmt. Von den Hochhäusern.
Guck, da ist nämlich noch die Tür zu. Das gefällt mir schon gar nicht. Ja? Oder? Tatsache. Ja, die ist zu. Ja, hab ich gerade gesehen. Hab ich gerade gesehen. Das gefällt mir auch gar nicht. Jetzt sind nämlich ein paar Leute am Server. Und normalerweise ist in Berenzino immer Dick Punk. Und das ist eins der Gebäude, die als allererst gelootet werden. Ja. Bin gar nicht. Und bei euch da am Schiffswrack ist alles clear oder was? Ja, hier in der Richtung ist alles safe auf jeden Fall. Könnt ihr locker nice rüberlaufen. Nur ein bisschen das weiter weg vom Meer, sonst habt ihr direkt die Füße nass. Ich weiß auch gar nicht, wie man da richtig reinkommt. Ich alles sumpfi. Ja, wir kommen euch einfach ein Stückchen entgegen, oder? Ja, mir egal, von mir aus. Das können Sie gerne tun. Oh, Entschuldigung. Ich behalte trotzdem die Waffe jetzt hier mal im Anschlag. Auf jeden Fall. Hast du ja letztes Mal einmal gesehen? Ja. Zwischen Balota und Dings. Ja, um noch was zum Patch zu sagen, was kam jetzt alles dabei? Ein Crossbow, man kann sich jetzt einen Bogen craften. Ja. Die Zombies wurden angeblich genervt, was ich nicht noch nicht feststellen konnte. Weil die hauen mich jetzt bei jedem zweiten Schlag irgendwie blutig, komischerweise. Wo wir voll equipped sind. Ja. Das ist auch und krass. Was kam noch dazu? Generalshüte oder sowas. Neue Rucksäcke, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht verlesen habe. Ich weiß das nicht mehr genau. Also jede Menge Stuff. Ferngläser und. Ja, ein paar neue Gadgets, sowas wie, weißt du gar nicht, ob man die als Nahkampfwaffen gebrauchen kann, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass die dafür gedacht sind, wie Pickaxes, also und vor allem noch gefundene Sichel. Genau. So Kleinigkeiten. Wo ich mir vorstellen kann, dass die Sichel bestimmt noch fett ist. Weißt du, vielleicht skaliert die auch genauso wie die Machete und das dann alles für den Pop ist, ne? Also ich glaube eher, das ist sowas wie die Farming Hoe oder die Ich glaube eher, dass diese, ja gut, das kann sein, aber die Farming Hoe, die hast du ja auch in zwei Händen. Ich glaube nur, dass du die Sichel in zwei Händen hältst. Oh Tim, Till, du hast einen Zombie gepult. Zombie, komm. Zombie, ja, ja. So, wir sind jetzt so gut wie da. Jo. Ja, die Fernklasse ist echt wunderbar. Das wäre ja, das ist saugeil. Sau fett. Das gebe ich dem Hub gleich mal. Kann halt mal präsentieren. Ich finde das mega fett, das Ding. Ist halt nur doof, dass man sich damit noch nicht hinhocken kann. Ja, hab ich noch gar nicht aus. Dass du das immer nur im Stehen benutzen kannst. Kann man das vielleicht im Liegen schon benutzen, das weiß man ja nicht. Übrigens, die Helikopter-Abschuchtstellen. Da soll jetzt auch richtig gut Loot spawnen, also Military Loot. Können wir, wenn wir das Schiff durchsucht haben, auch gleich mal gucken, weil da hier direkt im Wald ist einer. Wo ist das Schiffswrack? Wo liegt das ungefähr? Über Berenzino und unter Svetlojask. Ja. Tatsache, ist da ein Riesenkahn, ey. So, Jungs, ich hab den immer schon gesehen. Rum, gell? Oh, easy. Ja, lass doch mal kommen. Ich hab den immer gesehen, ich wusste nur nicht, dass da sowas spawnt alles. Oh doch, wir finden's Stich. Besten und so ein Kram. Finde ich geil. Boah, das ist mies. Bei dir jetzt genau? Unterhalb da auf dem Feldweg. Ein Riesenkahn. Ah, jetzt laufen sie, ja. Alter, das ist ein Riesenkahn. Ganz am Ende, ganz oben stehe ich. Richtet den Anker, Sir. Ich lauf mal straight darauf zu. Der Landratten. Arr, hinter das Schief. Ein wenig Moorgebiet. Ah, oh, passt schon. Ich hab dicke Combat Boots an. Wo kommt man da vorne drauf? Das ist so an die Mitte durch das Loch durch. Ah, oh, okay. Und das ist doch ein Steg, okay. Durch die Mitte durch ein Loch durch. Ja, durch die Mitte durch ein Loch durch. Dann präzise Beschreibung, oder? Boah, schon. Kann er mal runter. Ja, Tatsache, da ist ja ein geringfügiges Loch. Hier über euch. Ab jetzt nenne ich das hier nicht mehr Schiffswrack, sondern Costa Concordia. Ja. guck mal nach oben, da siehst du mich. Ja. Ah, da oben chillen. Ich hab schon gesehen.
So, dann laufen Warte. wir mal straight rein und die Treppen hoch. Liegt mir schon Feines? So, Tillmann, die kommen jetzt rein, gell? Ich sehe dich gar nicht. Erschreckend. Hup, du musst Sag aufpassen, seltsam. Hup, hier fällst du überall, also das habe ich schon vorher gesagt, ist extrem hier, gefährlich. Ja, merke ich schon gerade. Das ist heavy. Extrem, so mit Weil Glitchen hier und. oben ist kein Geländer, kein gar nichts. Das ist genau mein Ja, Ding. genau dein Ani Ding. raus, da du hast Dachverbot. Ich pack schon mal vorher die Waffe weg, damit Wer chillt ich. denn hier? Das ist Thälmann. Ah, sehr, sehr schön. Was ist das denn Thälmann, benutze mal los? Ingame. Ingame-Chat. Er hat ihn gerade, hat ihn gerade. Alles klar, siehst du, der läuft, der funktioniert. Oh, ohne Geländer, das ist gar nicht mein Ding. Ja, Weil aber ich im dachte Schiff gerade, selbst ist wer cool. hier gerade mitten im Schiffsrumpf so ein Chillen ist. Hier auf der anderen Okay. Seite ist noch jede Menge Kajüten und so. Das ist alles Der safe. Ding ist ja riesig. Ja, ich gehe hier lieber rü durch. Ich schlaufe hier nicht. Alter Vater, Ja, ist Till, ja bring die mal mit alles. hier rüber. Zeig dir mal, wo es lang Ich geht hier. bin schon in den Kajütendingern drin. Meine Nase führt immer direkt zum Loot. Ja, ich hab hier den Haupteingang, ich hab dich dann hoch. Wenn du hier hochkommst, hab ich dich. Ich bin schon. Nee, nee, du Ganz bist da kurz, ich drin. muss mal Gibt ja kurz meine zwei Seiten. Sonderstellung Hauptseite ist vorne, wo umstellen. die Kajüte Ihr sind, mit seid bei Rücken. mir im TS zu laut und in Ja, der da bin ich Sie ja. an sich zu leise. Ganz kurz, Till, Moment. Und TS ein bisschen runterstellen. Nicht. Okay, hier wo alles zu ist, kann ich ruhig Man laufen. kann auch keine Hasen töten. Oh nein! Ich brauch Fleisch! Hasenbraten. Das ist ein leckerer Hasenbraten. Wo seid's dann, Leute? Ich bin jetzt hier auf der. Boah, da war ein dreckiges Loch, wo ich gerade fast reingefallen wäre. Die ist ganz schön tricky. Ich kletter gerade hier eine Leiter hoch und bin jetzt bei dem Rettungsboot Alles klar. und laufe jetzt da rein. Oh Leute, hier drin wäre auch ein Leiter gewesen. Ich muss gerade ein bisschen meine Zauneinstellungen basteln ohne Momentus. Weil ich hatte gerade der Sie viel zu leise gehabt irgendwie, ich weiß auch nicht wieso. Das Ding ist sonst immer voll auf Anschlag. Ah, die 2 Sekunden Tillmann, brauche ich bringst du noch. einfach Banana Joe mit da? Ja, warte, ich brauche noch gerade ein bisschen. Redet mal bitte normal weiter, dann kann ich das hier kurz alles checken. Banane, 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 Banane. Ja, nice. So, ich bin auf der Brücke, Captain. Lichtet den Anker. Noch ein bisschen lauter jetzt. Das ist ja eh wieder nix. Till, ich hab dich genau im Fokus hier. Genau zwischen dir. Ah, ich sehe euch, ja. Da unten ist noch einer. Alles klar. So, das sollte jetzt passen. Ich wollte schon immer mal Schiffskapitän sein. Arr. Du alles wollt. Donalpirat. Der Suche nach Ich wäre cool. braunem Gold. Oh, leck, ey. Ich halte mal hier ein bisschen alles clean. Genau, schrub mal das Deck, du Landratte. Mach ich. So, hier hinten ist irgendwo die Brücke, sagst du? Jo. Da ist der Mast aber eingestürzt. Und da geht nicht mehr weiter. Ah, meine Scheiße. Wo ist denn Spitfire? Ah, okay, alles klar, Der alles hat klar. leider keine Zeit. Warte. Der war eben noch da, Und auch aber Probleme mit seinem DSI. Genau. Ja, haben wir alle, ne? Seit dem Also ich nicht. Seit dem letzten Patch. Nee. Bei mir läuft das eigentlich super. Ja, Ja, gestern bei war mir aber Katastrophe. auch. Ich weiß nicht wieso, weshalb. Der Mann ist 100 Mal gestorben. Was ist denn hier noch? Was ist denn das? Haben wir gar nichts, auch gut. Das wäre fett, wenn man hier so ein Schiff fahren Boah, geil, könnte. schwarzen Cowboy-Hut. Nein! Doch. Und Pristine. Oh! Willst du den haben? Ja. Jo, komm, bring ich egal mit. Lol? Ist das falsch gegangen? Oh, Alter, bin ich voll. Ich laufe hier auch gerade voll planlos durch die Gegend. Ja, Till, dann habe ich gerade uns falsch geführt. Dann gehen wir nochmal hoch und gehen die andere Oh, Leiter Joe, habt ihr noch ein runter. bisschen SKS-Munition? Alter. Ohne Ende. Lol. Ja. Alles klar. Erstmal Fernglas. Ich wüsste mal gern, wo du hier So, bist. ich laufe hier unten, ich gucke die ganze Zeit, ob hier keiner reinkommt, ne? Ah, da bist du ja. Wie der Tixin ist hier runter?
Hallo. Ah, da ist er ja. Boah, ist aber auch wieder fett equipped hier. Da geht runter. Brauchst du ein Visier für die Waffe? Das ist so ein Dreifach, das ist eigentlich cool. Ah, so ein ACOG oder was? Ach, ich geb dir mal das Fernglas. Was Kock gesagt? Hihi. Ah, korrekt. Merci. Ich mein André Basen. Hä? Warum gibst du mir deine Munition? Brauche ich ja nicht. Du hast doch eine M4. 556? Ja. Ja, ist M4. Genau. Das war doch nicht für dich. Back in the Dash. Oh. Hab ich hier gerade was verpeilt. Ich hab die Magazine schon vollgestoppt. Ja klar, sicher ist sie. Jo, ja, ja. Wer braucht noch SKS-Munition? Moi. Alles klar, kann ich alles abtriggen. Ja, einfach die Hub, ich geb denen die weiter. So, wo seid ihr jetzt? Oben auf der Brücke, sagst du? Die ist ganz oben also, drauf, okay, gell? Moment. Hier liegt noch eine Säge, die niemand braucht. Oh, hol die ein bisschen weiter raus. Hier, die anderen 20 kannst du auch noch holen. Cool. Danke, ich brauch keine. 4 Muni hab ich eigentlich genug. Hier, Till, Sven, wart ihr schon so weit looten? Oder? Sven? Till? Ja, was hast du gesagt? Bitte. Wart ihr schon so weit, die dran looten, oder? Nein, eigentlich nicht so. Lohnt sich noch hier alles? Ich bin mal gespannt, wer als erstes da unten in dieses ein Loch da reinfällt. Bei meinem Glück sowieso ich. Ich schnippe Muni, hier liegen nur 50 Rounds, brauch keinen Schwanz, ey. Till, ich hab die Muni für dich. Das hier wird ein Sven sein, ne? Gerade Jungs Freundin ist da. Jo. Ich halt mal ein bisschen Ausschau nach dem ganzen Land ran. Noch ein Small Protection Case. André, brauchst du noch eins? Ne, ich hab selber eins. Danke. Gut. Alter, kann man hier weit spähen mit dem Ding. Das ist die scheiß Brücke, Alter. Die Brücke ist